Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm. Was machst du da, Mann? Wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. Dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey. Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist... ob er es tut. Kommt schon. Er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist er ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen, warum. Fantastisch. Ich dachte, der würde alles wieder aufbauen. So war es mal geplant. Vor 15 Jahren. Bist du hier aufgewachsen? Geboren. Aufgewachsen bin ich in einem Internat. War es hier schon immer so? Nein, war es nicht. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Würde ich auch gern sagen. Eine Kamera. Willkommen zu Hause, James. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das ist neu. Nicht allzu neu. Dad, wir brauchen deine Hilfe. Ich habe dir oft genug geholfen. Aber dieses Mal renne ich nicht vor der Chor davon. Del, steckst du auch mit drin? Knietief. Du solltest ihn doch davor schützen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Ich würde mich vorstellen, aber ihr verschwindet ja gleich. Jedi, zeig's ihm. Mir was zeigen? Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Zusammen mit unseren Freunden. Dad, du solltest dir das hier ansehen. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich doch vor der Chor gewarnt. Und was machst du? Dad. Ich hab dir gesagt, kein Non-Con zu werden. Die Chor wird dich jagen. Und du? Was machst du? Sei still und sieh's dir an! Scheiße. Leute? Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Gott verdammt, James! Okay. Ah, Lieutenant. Zeit, unser kleines Gespräch fortzusetzen. Jin, hören Sie, Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vor sich geht. Weiß ich wohl. Aufwiegelung.
Angeführt von James Dominic Phoenix, Sohn eines berühmten alten verbitterten Gears. Apropos, Sergeant, wie geht's Ihnen? Das mit der Tür tut mir leid. Keine Sorge, wir wollten gerade gehen. Fürs Protokoll, Sergeant. Falls Sie diesen Flüchtlingen helfen sollten, kann ich Sie nicht beschützen. Ja, also alles wie immer. Sie verfluchen! Verdammte Scheiße! Alle Einheiten, Feuer frei! Haupthaus, los! Ich sehe, du kannst immer noch so gut mit Menschen, Marcus. Lauft einfach zum Hinterausgang. Oh, Scheiße. Darum kümmern wir uns wohl zuerst. Scharfschütze, oben! Für mich! Einheit unter Feuer. In der Rio. Frag vor! Geheime Ziele. Und zerstört! Noch ein Jins neue Spielzeuge. Ja, wir haben schon den ganzen Tag mit ihm gespielt. Kommt mit, folgt mir nach oben. Halt, was ist im Obergeschoss? Familienerbstücke. Camper geht's nicht fahren. Ted, die sind drin. Dann räumen wir mal alles aus. Gott verdammt, mehr von denen! Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen! Unrecht ist hier drüber geordnet! Alle Liederungen sind noch mehr! Fügen Sie sich unseren Forderungen! Granate raus! Komm schon, hier lang. Welches verfluchte Buch war's nochmal? Also das sind ja mal schicke Familienerbstücke. Du hast die Rüstungen behalten. Klar kommst du zurück, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist. Lass mich dir helfen. Fühlt sich an, wie eine Tür zu tragen. Gut, so muss es auch sein. Wie heißt du doch gleich? Kate. Na dann, pass gut auf die Rüstung auf, Kate. Die gehörte meiner Mutter. Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was. Apropos Schulden. Das hier willst du sicher zurück. Danke, Del. Okay,
machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus. Nehmt euch, was ihr braucht. Sollte genug für alle da sein. Ja, ich weiß nicht, warum das Audio an dieser Stelle fehlt. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass es so Unmengen an Waffen gibt und eigentlich immer alles doppelt ist, ne? Ja, wie man auch sieht. Ja. Schade, dass die nächsten... Ich weiß gar nicht, wann es dann wieder einsetzt, das Audio. Ich hoffe doch ziemlich zügig wieder. Weil mir ist das dann erst aufgefallen, irgendwie haut die Tonspur nicht hin vom Audio und musste dann parallel dazu, während der Heli mich angreift oder wo wir dann schon beschossen worden sind, parallel dazu gleich Audio wieder aufnehmen und jetzt habe ich das Ganze versucht zu synchronisieren. Ich hoffe, das haut bis zum Ende hin. Deswegen auch immer mal die kleinen Überblender, die den einen oder anderen vielleicht auffallen werden. Ja, aber sonst... sag ich trotzdem mal danke fürs Zuschauen, ne? Ich bin jetzt der Bearbeitungsdeacon. Die kann ich gut gebrauchen. Der Bearbeitungsdeacon. So, dann klinge ich mich wieder aus. Hier geht's nämlich gleich weiter. Und ich hoffe, dass dann meine Stimme wieder zu hören ist. Oh, Scheiße, sie kommen durch die Wände! Schaltet sie aus! Feindliche Ziele entdeckt! Noch einer für den Schrottplatz! Nächster! Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen zu meinem Truck. Glaub mir, dieses Mal kommt ihr nicht so leicht davon. Verflucht, ich hatte ihn gerade aufgemotzt. Okay, Planänderung. Runter mit dem Testroll. Ich bin dieses Spielchen leicht. Immer Sache mit dem Haus. Den Antrieb ab! Hey, sie verschwindet! Was ist das jetzt? Ist es vorbei? Wohl eher nicht. Oh, verflucht! Mehr Landungskapseln! Willst du mich verarschen? Verdammt! Hört auf, mein Haus zu verwüsten! Entdeckung! Meine Hartnäckigkeit ist genauso bewundernswert wie lästig. Verstanden! Ja! Wir haben sie fast! Verflucht! Raketen im Anflug! Haha, erwischt! Oh oh! Oh Mann! Alter. Ja, kacke. Okay. Also, Dad, die Chor hängt uns im Nacken, der Truck ist explodiert, das Haus steht in Flammen. Ist denn ein Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus. Das ist für mich. Unterlegmäßige Bürger ist in den Keller. Waffe wird nachgeladen. Ein großer Divi! Leute? Diese Bude bricht gleich zusammen. Da unten, los! Ab in den Keller! Oh,
Das war knapp. Alter. Ja, Gott. Dad, was machen wir? Das ist eine Sackgasse. Jetzt nicht mehr. Du hast einen Fluchttunnel aus deinem eigenen Haus? Folgt mir einfach. Wieso hast du das hier gebaut? Für Notfälle, wie diesen hier. Du hättest draußen ein paar Reparaturen machen können. Das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen. Jungs, wie wär's, wenn wir über etwas anderes reden? Das Monster vielleicht, das gerade mit unseren Freunden abgerauscht ist. Wir kümmern uns darum, sobald wir hier raus sind. Los jetzt. Wenn wir Glück haben, wird Jin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben. Sie wird trotzdem alles absuchen. Darum kümmern wir uns dann. Okay, haben wir voll. Pumpgun brauchen wir nicht. Heilige Scheiße. Wie gesagt. Willkommen zu Hause. Und alles ist in Flammen. Na gut. Okay, wir haben sie abgehängt. Kürzen wir durch den Garten ab. Das Gewächshaus. Dad, wo zum Teufel wollen wir hin? Zur Scheune. Und wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Nimm mal die Waffe mit. Oder lass mal sie lieber da. Na, ist egal. Nee. Scheiße, die machen mir noch die scheiß Tomaten kaputt! Greif an! Was? Wer kommt beim nächsten Mal? Alarmisiert! Weiteren Hirten zerstört! Noch ein Kondor! Was habt ihr denn verbrochen? Witzige Geschichte, Dad! Wir haben keine Ahnung! Angriff! Oh yeah! Da kommt ein Landungsschiff! Hier, eins erledigt! Verdammt! Na los, in Bewegung bleiben. Ha!
schön Tomaten. Folgt einfach dem Weg. Da kommt eine Sturmfront auf uns zu. Alle zurück ins Gewächshaus, sofort. Nein, das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Okay, alle rein da. Brauche Hilfe. Oh Scheiße, Landungskapsel, Deckung! Da kommen Beschützer! Ja, verdammt! Wow! Pass doch auf! Das waren alle. Erst meine Tomaten und dann das. Dad, die Sturmfront lässt nicht nach. Wir müssen los. Nein, wir verschanzen uns hier. Wir harren aus. Aber ist diese Bude nicht etwas zu hölzern? Die hält. Bist du dir da echt sicher? Die hält. Scheiße. Kondor im Anflug. Alter Verwalter. Ist Schrott hier. Ich will nichts hören. Es scheint, Sie hatten einen Unfall. Wie dürfen wir Ihnen helfen? Sieh mal an. Die Feuerwehr ist auch da. Es scheint, Sie hatten einen Unfall. Wie dürfen wir Ihnen... Zeit zu gehen. Großartig. Hilft mir mal jemand! Geil ist das denn? Komm schon. Wählen Sie Ihre Positionswechsel. Dessen haben Sie es Ihre Aufgabe. Diese Dinger sind echt unheimlich. Früher waren Babys noch besser. Ich habe sie gewarnt, als die Hirten in Betrieb genommen wurden. Das hat nichts gebracht. Bitte entsorgen Sie Abfälle nur die dafür vorgesehenen Behälter. Danke. Bei dieser Einheit wurden Achtung, mehr Divis!
denn da? Wir sind besorgt um Ihre Aufträge. Dieser Bots hat Jin eigentlich noch. Willst du das wirklich wissen? Tausend. Seht ihr die Windmühle? Das ist unser Ziel. Ich dachte, wir gehen zu einer Scheune. Tun wir auch. Die Windmühle ist gleich daneben. Ist das dein Familienanwesen, Marcus? Nein. Gehörte der Familie meiner verstorbenen Frau. Mom hat es hier geliebt. Ich bin froh, dass sie es nie so sehen musste. Da bist du nicht allein. Hab sie! Wasserpumpe. Kommt schon, wir sind fast da. Hatte fast vergessen, wie groß das hier ist. Tja, naja, es wird mit jeder Sekunde kleiner. Hey, was war das? Was, James? Klar, wieso? Du etwa nicht? Oh, es ist immer schön, dich wiederzusehen. Sind die beiden immer so? Ja, normalerweise schreien sie mehr. Plan B. Oh, wohin? Na gut. Leute, da kommen Verfolger! Oh yeah! Verfolger zerstört! Schreck dich das nächste Mal an! Einer weniger! Noch ein Landungsschiff! Sehr, ein Wirkungstreffer!
Kestrel erledigt. Wir müssen weiter zu der Scheune. Was ist in der Scheune, Dad? Ein paar Mules. Was? Oh, das wird ein Spaß. Ein paar Mules. Okay. Oh, Leute, da kommt noch eine Sturmfront. Schon wieder? Durch diese Schlucht. Zwischen uns und dieser Scheune gibt es nicht viel Schutz. Beeilen wir uns. Umzingelt. Was jetzt? Ziehen wir das Feuer auf uns. James, welche Seite willst du? Flussbett oder Straße? Flussbett. Wir gehen nach rechts. Kate, Del, ihr geht nach links. Sind dran. Seite öffnen. Okay, ist das? Ein toter Scharfschütze. Fertig. Nur noch Einzelteile. Kondor im Anflug. Das Tor. Wir müssen zu dieser Scheune. Ist schon mal jemand? Weiter, die Scheune
können gleich davon. Erwartet. Alles steht in Flammen. Ihr Zuhause nun ja ist zerstört. Nichts davon bereitet mir Freude. Aber wenn sie nicht rauskommen, und zwar umgehend, bin ich nicht verantwortlich für das, was gleich passiert. Ihnen oder ihrem Sohn. Die hängen uns am Arsch! Ja, James, hab ich gesehen! Fahr einfach! Was zur Hölle ist das? Sind's Überreaktion! Nennt sich Vulture! Echt sexy, oder? James, pass auf die Brandbomben auf! Sofort! Macht sie nieder! Wo gehen wir hin? Vor Rivol. Die historische Steppe? Da gibt's doch nichts. Darum geht's auch nicht. Es geht um das, was drunter ist. Festhalten! Vorsicht, James. Das Bike ist ein Einzelstück. Was? Du machst dir Sorgen um das Bike? Hey! Der Vulture ist wieder da! Passt auf! Er will uns abfackeln! Nach links! Wir schütteln sie unter dem Dach ab! James, pass auf die Bäume auf! Was mache ich denn hier? Achtung! Oh, das ist nicht gut! Festhalten da hinten! Los geht's! Noch so eine Landung hält das Ding nicht aus. Vergiss das, Mike. Wir halten noch so eine Landung nicht aus. Noch mehr Brandbomben! Pass auf! Scheiße! Vorsicht! Haha! Ja! Den Berg. Oh, das ist doch ein schlechter Scherz. Ich sehe nichts. Okay, jetzt reicht's endgültig. Holen wir das Mistding vom Himmel. Schieß den Antrieb ab. Thank you.
war's noch nicht. Schießt auf die Waffen! Los, Dad, hol es endlich vom Himmel! Oh, hab ihn! Der Antriebskern liegt frei! Jetzt oder nie! Landungskapseln! Das war ein Spaß.